Also ich bin dafür, dass wir einen Boss beschwören. Gibt's eigentlich hier so Boss, Nein, es gibt keine Boss, Bosse. Cock, Boss-Cockroaches? Wenn du einen Boss nennen könntest, wäre es im Hauptspiel, glaube ich, die. Boah, die heißt. Das sind irgendwie diese grünen Dinger. Es gibt ja erst die orangenen, dann die gelben, die roten Biter, dann kommen die blauen und dann kommen die grünen. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Leviathan, Titan. Green Biter. Enemies. Irgendwas mit Morph, Weiters. glaube ich, ne? Behemoth, genau. Behemoth. Ja, die sind auch scheiße riesig. Die sind super krass, aber in dem Mod hier gibt es die, glaube ich, in einer anderen Version. Bisschen stärker. Ja, also so wie die aktuell sich entwickeln, ist das tatsächlich noch nicht so stark. Also wir haben hauptsächlich halt weiße. Also in dem normalen, als ich das den Mod gespielt hatte und in den Standardkonfigurationen, hätte ich jetzt schon längst alle das, was wir jetzt geklärt hätten, wäre komplett elementare Biter gewesen. Die einen wären grün komplett, die anderen wären blau komplett, die anderen wären irgendwie lila komplett. Dass sie so viel weiß ist, kenne ich so gar nicht. Kann aber auch sein, dass das halt an einem Update lag, ne? Wollen wir Und erstmal, bevor wir das machen, die gesamte Base auf die grünen Barrels upgraden? nee, das Wichtigste ist auf grün. Das passt. Und wir haben ja auch grünen Puffer drin. Nein, ich meine, dass wir das wirklich einmal die gesamte Base upgraden. Nee, absolute Verschwendung. Nein, auf keinen Fall. Wenn ich Du jetzt bist als Upgrade-Tool absolut über die dumm. gesamte Base ziehe, dann bräuchten wir 8000 grüne Circuits, grüne Barrels. Und das würde halt nichts verschnellern. Gar nichts. Es wäre nur Optik. Das ist nur Deko. Weil es läuft ja so. Die Main-Bus-Situation, wenn irgendwo was nicht läuft, das können wir dann gezielt upgraden, aber der Rest, das brauchen wir nicht. Und es würde es verschlimmern. Weil die Barrels teilweise so schnell sind, dass die Inserter gar nichts abgreifen können. Die kriegen Das es ist nicht halt gegriffen, weil alles es so schnell irgendwie. vorbeifliegt. Zum Beispiel, wo du jetzt gerade bist, ja? Die mit den Verteidiger-Capsules. Da ist ja rote Ammo und grüne Circuits drauf. Ach, hier sind die Verteidiger. Sagen wir mal, das würden wir jetzt auf grün oder auch auf rot upgraden, ja? Also die danach, diese Extreme Fast Bells. Ab einem gewissen Tier ist es so, dass die so schnell sind, dass der oberste Inserter immer wieder was abgreift. Und immer dann, wenn der oben was abgreift, schieben die unteren ja alles nach. Und solange der oben konstant abgreift, würden die da unten nichts abkriegen, weil immer was nachkommt. Das wird dann so ein bisschen ausgehebelt, dieses Ding von wegen, ja, das staut sich dann. Nee, das staut sich, aber es staut sich leider so schnell immer wieder, dass die gar nichts gegriffen kriegen. Das ist eine abgefahrene Spezialsituation. Teile ich alles für Mumpitz. Deswegen Das habe ich so anders gelesen. zwischen Assemblern muss man, glaube ich, aufpassen, ob man mehr als blau nimmt. Vielleicht geht grün noch, aber irgendwann darfst du die nicht zu schnell machen. Oder, und das ist auch so ein, warte mal. Oder du machst das so, dass du eine Inserter-Reihe so baust. Ich zeig das mal. So, hier kommen die Ressourcen, ja? Wo bist du überhaupt? Überm Öl. Siehst du mich? Ja. Dann darfst du die nicht hier so ranlegen, weil dann kriegt keiner was. Die sind nicht schnell genug. Dann machst du das so, dass du die so baust. Weil dann staut sich das immer an kleinen Stationen und dann geht's. Es ist aber auch ein mehr Platz. Das ist leider ein Manko an diesen schnellen Barrels, aber nötig. Sonst funktioniert es nicht, wenn du das überall machen möchtest. Nee, da Wo frage kann ich man jetzt aber eigentlich wirklich eine nach. komplette Liste sehen, was man anfordern kann? Gibt es da irgendwie ein spezielles Inventar oder weiteres? Kannst über eine Kiste hovern, die angeschlossen ist ans System, und dann siehst du, was im Logistiknetz drin ist, Ja, also so das weiß ansatzweise. ich schon, Mehr ist da aber nicht. Nee. mehr ist nicht. Mehr ist mir nicht bekannt, dass du das irgendwie gucken könntest. Und da kann man ja leider auch nicht runterscrollen und so. Das ist halt ein bisschen schade. Okay. Ja gut, ne, dann geht's jetzt ab. Geilere Barrels, das ist schön. Kupfer ist auch. Okay, ich schließe jetzt mal Kupfer an. Und das ist auch fast mit den Öfen voll.
Wieso wird das nicht mehr geliefert? Da kümmere ich mich um die extreme Scheiße. Und wir könnten den neuen Treibstoff gebrauchen. Der Raketenbrennstoff. Das klingt interesting. Dann ist sehr teuer. Nee, leicht überhaupt nicht. Müssen wir nur mal machen. Brennstoff. Ja, das ist sehr billig. Forschung. Ja, dann fahren unsere Züge noch mal schneller. Ja, das wäre schön. Und auch Autos. Können also, das noch schneller überfahren. Und wenn wir jetzt Uran anschließen und abbauen, dann könnten wir damit auch den neuen Treibstoff, ich glaube, das, weiß nicht, Nuklearbrennstoff oder so. Ich würde aber erstmal ganz kurz die Munition upgraden, wenn das okay ist. Einmal 3 und einmal 4. Das geht nämlich relativ schnell. Wenn das okay ist. Ja, gerade so. Genehmigt. Danke. Was ist da los? Ah, oben wieder. Fake Italien macht nur Probleme. Naja. Wo produzieren wir eigentlich Dynamit? Was? Wo produzieren wir eigentlich Dynamit? Also irgendwo müssen wir mit Dynamit da. Ah, da habe ich gefunden. Super, danke. Genau da, wo du was gefunden hast. Ja, da stelle ich jetzt auch einmal eine Kiste hin. Komplett crazy shit hier. Oh, diese scheiß Landschaft hier, ey. No. Sind überall Klippen. So. Jetzt noch ein bisschen Terraform. Holz löschen können wir schon irgendwie oder ist es automatisiert? Ja. Da oben. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, die sind auch schon voll. Ja, da kannst du mal drauf schießen. Ach so. Einfach alle Kisten kaputt machen und neu platzieren. Ah, okay, sehr gut. Weil ich habe ordentlich gerade abgebaut. Ich will gerade das Kupfer im Süden schon mal verfügbar machen. Mainbus? Fehlt da Kupfer? Nee, ne? Ja. Okay, ja. Das ist ja gut. Also, lass ich mich um Kupfer kümmern. Sollte aber gleich wieder funktionieren. Holz, Alter. So. Das sind Eisenkisten. Haben Stahlkisten noch mehr Platz? Ja. Ja. Also, ich gehe einmal ganz kurz auf Klo. Jo. So. Jetzt sollte Kupfer wieder fließen. Kisten sind wahrscheinlich auch gleich wieder voll. Es fließt. So viel Holz, Alter.
Aber die Kupferzüge sind nicht schnell genug. Wie ist es denn mit den Stationen? Oh, da ist... Ja, an den Stationen ist ja auch noch übel viel, was fehlt. Ja, dann brauche ich noch mehr Belts. 7, ja, machen wir mal 900. Was machen die da jetzt? Hallo, wo fliegt ihr hin? Ach, zu Stefan. Ja, du hast die alle angefordert und weggefordert von mir. Ja. Aber ist gleich fertig. Also sollte aber schon fertig sein eigentlich. Ah, da ist gar kein Radar, ich opfer. Ich wollte da gerade reinzoomen. Ah nee, das sollt ihr nicht wegmachen. Das auch nicht. Ja. Warum fehlt der Strom? Ah, weil dann Strommast abgebaut wurde, ja, Lumm. Okay. Gut. Schönes Ding mal. Jetzt habe ich auch wieder Munition. Brauche ich doch nicht so viel, warte mal. So viele Roboports, ne? Ja, man braucht so viele, ey. Da so ein Roboport hier 2 wäre eigentlich mal geil. Der einfach ein bisschen, einfach größere Abdeckung hat. Das wäre so angenehm. Boah, das wäre so geil. Oder die schneller aufladen können. Ja, auch das. Also beides mit mehr Kapazität, größer. Wäre auch schon sick wie Space Alchemy. Sheesh. Wo bin ich überhaupt? Blaue Circuits ist scheiße, ne? Die sind shit, ja. Die sind richtig shit. Wo sind die denn? Da. Die werden nicht gebaut, weil... Weil rote fehlen. Okay, rote fehlen. Und rote fehlen, weil... Okay. Hä? Achso, ich hab die... Sind die Grünen an sich auch schneller? Welche Grün? Die Assembler. Ja. Die sind an sich auch schnell. Dann kann ich ein paar von denen platzieren. Ja, aber das geht ja jetzt hier Lotti Karotti. Die haben auch schon Tempomodule direkt in Crafting-Rezept. Also die sind. Die haben das schon intern verbaut. Und du kannst in diese gelben auch dann 4 Module extra reinpacken und nicht wie die normalen 2. Das habe ich sogar gesehen. Ja, gut. Wieso hast du keinen Strom? Mache ich zu viele Aufträge für Stahlbeton? Vielleicht. Ist es mir egal? Ja. Vielleicht. Bereue ich's? Nee. Auf keinen Fall. So, das ist wieder Fake Italien, was bimmelt, oder? Ja. Oh Mann, ey. Vielleicht brauchen wir da auch einfach mal die, wenn wir jetzt genügend Solar haben, einfach mal die Tier 2 Laser Turrets. Danach wäre das alles komplett safe. Ja, das wäre auf jeden Fall. Also die kommen da auch nicht durch. Nicht wirklich. Ja, ein bisschen Damage machen die. Ja, also die Ecke ist schon weg. Ich finde ja, schon, aber die dass die wird halt wieder repariert, ne? Ja, aber halt mit Turrets, die dann nicht befüllt werden, ne? Ja, das, ja, natürlich. Das ist halt schon. Dann muss ich da Laser-Turrets eigentlich hinstellen, weil da werden die wieder hingestellt.
Fürs Erste, bis wir das erforscht haben, ist es ja scheißegal, Alter. Das ist jetzt nicht so viel Ressourcenaufwand. Dann muss man hier aber auch noch einen Pole hinsetzen. Dann mache ich hier mal die da rum. So. Zack. So. Ja, so ist besser. Hier links fange ich dann das, den nächsten Plot mit Solar an. Ich finde das so geil, dass man einfach mit Blueprints so über die komplette Map einfach bauen kann. So geil. So, ja, bau dahinter den Scheiß. Okay. Einfach geil. Stefan, ich würde vorschlagen, dass du das nicht auf die Art machst, sondern vielleicht einfach mit Schienen. Ja, also ich würde erstmal das. Ich muss mal ganz kurz. Dass wir den Blueprint da bauen können. Ja. Schienen kommen da so oder so noch hin. Ich will nur, dass es automatisch gebaut wird. Ich muss auch kurz an die Tür. Digga, ihr Pizzamans. Oh, der hat sogar einen Flammenwerfer. Panzer? Wo bist du denn? Ja. Möchtest du mit einsteigen, Dima? Ich bin hier gerade am rote Circuits machen. Also ich bin hier gerade so... Ne? Okay. Ja, alles gut. Ich probiere das mal selber aus. Oh, nice. So. Oh. Ich hab meine Pizza jetzt. Also ich würde gerne einmal kurz den Panzer ausprobieren und dann bin ich auch weg. Okay. Wollt ihr sonst noch weitermachen oder auch dann aufhören? Wie habt ihr von der Zeit her? Cedric, ich musste gerade eben auch zur Tür. Perfekt. Ich bin gleichzeitig bestellt und gleichzeitig Essen bekommen. Also wie sieht's bei euch? Wie sieht's aus bei euch mit der Zeit? Ist okay, ich hätte noch Zeit. Okay, Stefan? Ja, also halbe Stunde, so Stunde maximal. Ja, so 30 Minuten, eine Stunde. Okay, gut. Ja, dann machen wir noch ein bisschen weiter dann, sonst sind wir, ne? Und Tücken. Ja, alles gut. Achso, bist du raus? Ich hab ja heute wieso ja nichts Sinnvolles getan, ne? Nee, war richtig scheiße. So, ich habe meine Kamera eben ausgemacht, weil man muss mich jetzt nicht essen sehen. Ist ein bisschen... Ich will dich fressen sehen, mach an. Ich hab so Hunger, ne? Ekel. Was hast du bestellt? Pizza, ne? Ja. Lapisau. Mm-hmm. Oh, wie weit kann der denn schießen? Ich hab einen Auflauf und ein Baguette. Guck dir das an. Bist du? Da oben, ja. Guck dir das an. Jo, der ist schon weit. Das macht, glaube ich, denen keinen Schaden. Das juckt die so. Ja, ich glaube, weil das halt auch rote sind. Ja, die haben nochmal. Die haben vor allem explosiven Resistance. Ja, das heißt, ich gehe einmal kurz mal nach unten. Ja, jetzt hätte die Schienenanbindung wird so oder so noch gemacht. Ja, aber dann musst du das alte halt wieder abreißen. Das ist doch scheiße. Weil klar, du willst das jetzt remote die Schienen setzen, aber ich bin da eher. Ich weiß nicht, wenn, dann gehe ich lieber vor Ort dahin und mach das eben. Nee. Obwohl, du kannst auch einen Blueprint mit den Roboterhangern direkt da mit integrieren. Dann ja. Macht er das noch Stück für Stück automatisch. Ja, aber ich muss ja dann auch nochmal den Landfill setzen. Und Landfill habe ich jetzt nicht in den Blueprints drin. Das heißt, ich müsste eigentlich nochmal die Blueprints anpassen oder ich muss es dann manuell nochmal die Landfills setzen. Das ist mir dann zu viel Homeoffice, weißt du? Da gehe ich dann lieber nochmal nach draußen und mache das dann selber. Im Endeffekt könntest du wirklich alles aus der Base nur mit der Karte regeln, aber es ist mir dann irgendwann ein bisschen zu viel. Und vor allem müsstest du jetzt aber als allererstes unten eine Mauer hinsetzen, bevor wir irgendwas da machen können, ja? Weil so wie du es jetzt gerade hast, die Roboter-Dinger, die werden alle zerstört.
meine Güte, ey. Ich dachte, Sönke hat hier aufgeräumt. Hm. Er hat gar nichts geschafft hier. So ist es halt, ne? So. Aber bitte ernst nehmen, danke. Ich hätte schon richtig Bock auf Uran und dann Nuclear Fuel und dann sind die Züge alle nochmal so doppelt so schnell fast, dass die richtig durchheizen. So. Dann machen wir noch die Bremskraft höher, sodass die wirklich noch viel länger auf Höchstgeschwindigkeit fahren können, bevor sie bremsen müssen. Dieser ultimative Stopp dann, oder was? Ja. Ja, weil jetzt müssen die ja schon lange im Voraus dann langsam anfangen zu bremsen, damit sie in der Station auch perfekt halten können. Aber wenn du die Bremskraft erhöhst... Sie müssen lange vor der Station anfangen zu brennen. Zu brennen, Alter. Bevor sie in die Station einfahren. Das sind spezielle Züge. Die müssen so. Ja, ist einfach Pflicht, weißt du. Das haben wir nicht zu entscheiden. Das steht halt in den AGBs, ne? Das ist halt so. Neben, dass du halt Human Centipede machen musst, ist das halt dann die zweite Kondition. Das sieht doch schön aus, endlich. Wieder im Norden. Ja. Mhm. Ah, die Lasertürme wurden hingestellt. Sehr gut. Da hat sich bestimmt jetzt was verändert. So, ich werde jetzt mal ein paar Landfills bestellen. Oh, so angenehm. Jetzt sind auch Bäume kein Problem mehr mit diesem Panzer. Ach, der fährt das einfach über? Ja. Ja, stimmt. Ja, du bist. Oh, so mashallah. Und ist Digga, kaputt. Dem fehlt jetzt Schissmittel. Und er ist tot. Ja. Sönke. Der Panzer ist weg. Ja. Der Panzer ist. Okay, der muss echt geupgradet werden. Na, du darfst halt mit dem Panzer nicht in die Reihen fahren. Du musst halt immer die Distanz bewahren. Das ist auch Vanilla so. Wenn du in die Reihen fährst und stehen bleibst, danach wirst du einfach nur tot verursacht. Ja, aber. Also, ich weiß nicht, wie er bei Gebäuden ist, aber ich habe jetzt die Explosionsschaden-Dingels da gemacht und die haben jetzt auch nicht gerade viel Damage gemacht, leider. Hm. Es gibt aber dafür halt auch hier neue Munitionstypen. Du kannst ja explosive. Das ist doch alles Vanilla. Du kannst aber auch, wenn wir jetzt die Technologie machen mit Bioweapons, kannst du immer ganz neue Waffen herstellen. Zum Beispiel Cannon Shells. Die machen dann auch noch physisch Gift und Explosion. Die erstellen den Toxic. Würde ich gerne den Damage dann halt auch nochmal upgraden, wenn das okay ist. Ja, Sönke. Mach doch. Damage. Eigentlich so ein Mod, wo man dann halt mit Shift das einreihen kann. Das heißt, dass man das nicht immer manuell machen kann, sondern die ganze Zeit. Aber das geht hier nicht, ne? Irgendwie nicht. Aber ich kenne das auch, ja. Du kannst das in so eine Warteschlange packen. Irgendwie geht das. Ich weiß nicht, ob das eine Option ist, die ich nicht gemacht habe. So ein Haken oder so. Sandy, ich pausiere mal ein bisschen die Schweröl-Dings, ne? Ich habe hier mal 7 Dings ausgemacht, da wo ich stehe. Weil Schweröl ist gerade im Rückstand ein bisschen gewesen. Kannst du ruhig anlassen. Das macht ja keinen Unterschied. Oder brauchst du Schweröl gerade? Wir brauchen Schweröl für Schmiermittel. Okay, weil dann Schmiermittel ist richtig, kriegen wir keine blauen. Haben wir genügend Module ja nicht gerade? Blaue? Warte, ich kann dir sagen, wie viele wir haben. Zwei haben wir fast keine. Nur so 18 Stück, das ist ja gar nichts. Tempomodul, das sind die normalen. Ja, das liegt halt an den blauen Circuits. Hm, ja, da müssen wir hier nochmal die Ölproduktion erhöhen. Das ist nämlich nicht genug. Nee. Ja, blaues Circuits leidet gerade echt sehr drunter.
Weil wir haben, wir haben Rohöl, aber das wird nicht schnell genug verarbeitet. Alter, was ist mit den Landfills los? Hm? Wieso fliegen da 10 Milliarden Landfills? Ach, Stefan, oder was? Because of me. Och, Digga, du hast jetzt nicht so viele Landfills angefordert. Die brauchen Jahre, bis die bei dir sind. Was machst du denn da überhaupt? Also, was hast du da vor? Ich werde jetzt die erstmal umrunden mit einer Mauer und Laser-Turrets. Dann ist es safe. Die Kupfer-Ressource. Ja. Ja, und wenn sie dann außen rum gehen und dann durch. Also, wenn sie dann hier lang gehen? Da haben wir gelitten. Da haben wir auch eine Mauer. Also, willst du jetzt hier eine Mauer ziehen? Warum machst du dann nicht später einfach beim nächsten Mal, wenn wir unten geklärt haben, hier eine Mauer? Dann haben wir alles? Also, es wäre eine Möglichkeit, dass wir beim nächsten Mal einfach da unten weiter clearen. Dann könnte man da easy eine Mauer setzen und alles wäre gesaved. Anstatt, dass du jetzt nur für Kupfer einmal so eine riesen Rundmauer baust, plus nochmal die Außenmauern überall links und rechts. Das ist dreifach Aufwand wie unten. Plus, dass es dann wieder obsolet wäre. Okay. Ach, guck mal, hier gibt es auch noch mal Durchschlagskraft und keine Durchschlagskraft. Das finde ich interessant. Ich habe Öl. We need more oil. Oil, oil, oil. Fufu. Wir haben so viele normale Tempomodule. Holy shit, ja, dann nehme ich die mal. Und grade mal ein paar Sachen ab. Ach stimmt, die werden nicht geupgradet, einfach nur wegen Blau, ne? Mhm. Ja. Das ist mal das Öl hier. Das Öl. Das ist ein ostdeutscher Akzent. Das Öl. Okay, das habe ich hier. Und wieso arbeiten die nicht? Weil die kein Flüssiggas haben. Okay. Ein Schmiermittel kommt immer noch nicht gut an. Digga, die sind bis zur Mauer gerannt da oben. Alter. So. Aber es läuft, aber es läuft scheiße. Perfekt. Also die Produktion für die nächsten Bells. Wenn wir... Du willst, kannst du schon ein paar upgraden, ne? Also es sind nur 400 Bells aktuell, weil wir blaue Bells brauchen. Dafür brauchen wir dieses grüne Kacköl, Alter. Muss ich upgraden? Wir brauchen mehr Schmiermittel. Links, damit die blauen Bells produziert werden. Aber die Schmierölproduktion ist ja on fire. Wir brauchen... wo ist das on fire, das sogenannte? Ja, neben Batterie. Also da ist ja genügend genügend Kapazität so. Wir müssen nur halt mehr Öl produzieren. Warte mal, das muss ich mir angucken. Das muss erstmal ein Inspektor inspizieren, ja? Wenn genügend Öl da, Schweröl da ist, dann funktioniert das. Ach ja, stimmt, das habe ich auch davor gesagt, ne? Schweröl. Das schwere Öl. Mhm, da kommt nur gar nichts durch. Was? Ja, das hat einen Grund. So. Ja, hier muss nochmal eine Pumpe rein. Lol, ihr. Hier oben sind ja die. Das habe ich gar nicht gesehen. Die sind einfach blaue Bells auch. Ja, nice. Das ist gut, aber die werden trotzdem nicht gebaut. Ja, weil kein Öl da, kein ne? Ob du jetzt Tempo reinlegst oder nicht, es ist keine Flüssigkeit da. Ja. Und das müssen wir jetzt fixen.
scheiß schwere Öl, Alter. Wiegt 7 Kilo pro Gramm. Boah, wie schnell du einfach bist, Dima. Mit den Schuhen, mit den Sneakers. Pass mal auf, wenn ich auf dem Laufband rumlaufe hier, warte mal. Jetzt guck mal. Ah! I am Speed, I am Light. Nur Speed. Wie viele Speed-Module hast du denn also diese? Ich hab nur drei. Nur drei? Ich auch. Hä, hey, warum bist du dann so schnell? Ach, so schnell? Das ist falsch gesetzt. Hm. Ja, Schweröl geht hier durch. Und das war's aber auch. Ach, da oben geht's noch weiter, ja, ja. Hier Schweröl. Braucht man da eine Pumpe dazwischen? Hm, ja, weil das sonst nicht... Ah, scheiße, Digga. Ah, komm. Ja, das ist schon sehr viel da unten. Soll ich mitbauen? Also soll ich mein Dings... Wie du mich blockst. Was ist denn das für ein Zeichen? Dieses blaue da. Das sieht aus wie so ein Alien. Und da fehlen Module. Was ist denn mit unterschiedlichen Flüssigkeiten, Digga? Hä, da ist doch dieselbe Flüssigkeit. Was für unterschiedliche Flüssigkeit, Alter? Ach, hier. Alter, da kommt ein dicker Schwarm. Oh, scheiße. Boah, sind die fett schon. Die sind richtig big. Oh, 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 oh. No, no, no. Pizza. Cross Grabe Pizza. Ich hoffe, jetzt wird schwer so gepumpt, Alter. Wie sind wir im Fitnessstudio? Danke. So sehe ich was. Hä? Der hat nie geschissen. Du. Das ist ja geil. Alter, ich hoffe, du kannst so fett furzen. Jetzt ist der Mörser, den wir haben. Der Mörser ist eigentlich ziemlich geil. Ach, damit kannst du Kapseln schießen, meinst du? Ja. Krass. Damit kann man rein theoretisch sogar die... Oh, das möchte ich jetzt mal sehen. Das ist hier schon wieder eine fucking falsche Flüssigkeit. Gott sei Dank. Wir brauchen Schweröl, bitte. Ja, aber das ist doch ein Scheiß hier, du. Mecker nicht. Ja, die kacken Flüssigkeiten haben sich gemischt hier, weil ich irgendwie... Weil ich das falsch gesetzt habe und dann ist schon alles durcheinander. So, jetzt funktioniert's. Und Dima, guck dir das an. Was? Moment. Nee, geh mal wieder weiter weg. Auch weiter weg. Ja, perfekt. Und jetzt hier. Das sind Roboter. Die bleiben dann halt stehen und schießen dann halt dementsprechend. Also kannst du dann halt Leute von der Ferne dann halt aus beschießen. Das ist ein bisschen unproduktiv, weil bis sie dahin fliegen. Ja, dann kannst du halt, also die bewegen sich auch nicht, so, dann kannst du halt lieber die normalen nehmen, oder nicht? Ich find's geil. Vielleicht, wenn die unendlich stackbar sind, so auf einem Punkt. Ne? Komm, lasst mich doch mal ein bisschen entdecken. Nein, wir lassen dich easy entdecken. Sagt ja auch niemand was. Easy Credit. Mann, Schweröl. Es geht mir schwer auf den Senkhöhl. Ach, diese Kacke, Alter. Gut, Leute, ich glaube, das war's für mich. Kein Ding, Augenring. Oh. Ah, ja. Heute nicht so produktiv gewesen, aber trotzdem Spaß gemacht. Trotzdem. Kann das sein, dass hier ein Fehler ist? Oh. Ja, aber hier ist Leichtöl drin. Ja, Marsch, weg damit. Ja, die Scheiße. Eigentlich bräuchten wir ja jetzt nicht mehr Platz, oder? Nö. Also kann ich das da nicht zwischenbauen, weil du im Weg bist? Wieso ist dann jetzt schon wieder verschiedene Flüssigkeiten? What the fuck? Ja, irgendwo anders ist hier noch irgendwo was falsch. Es ist manchmal richtig weird. Hat sich das sonst wohin gezogen oder was? Wenn wir den Tank hier wegbauen und dann wieder bauen. Hey, wo ist denn jetzt dieser dumme Tank da? So. Maybe. Ciao. Tschüss. Ciao. Oh. Chapeau.
Nee, da ist alles okay, aber irgendwo hier, irgendwo rechts stimmt das noch nicht. Irgendwo da ist das komisch. Das Ding ist, leider sieht man bei den unterirdischen Pipes nicht, was da drin ist. Auf ersten Blick. Digga! Alter, oben wollen die richtig böf. Alter, da kommt so eine dicke Armee. Stefan, kannst du da kurz hin? Okay. Oh, das ist ein Auto, praktisch. Nimm Zug. Mit Auto kommst du da nicht hin. Also, alles voll mit Solarpanel. Das Problem ist jetzt, dass sich irgendwas vermischt hat, ne? Ja. So, Iron Loading. Komm mal her, du Bastard. Das kann ich mit dir noch nicht verbinden. Hierher. Ja. Das geht. Das sind unterschiedliche Flüssigkeiten, dürfen nicht verbunden werden. Ja, so. Ja, doch, da. Leitet aus dem gesamten Dings entfernen. Oh, Sadie, ich hab's. Oh. Du kannst, guck mal, wenn du auf den Pipe klickst, kannst du deleten. Was? Das war eine geile Funktion. Aber willst du da noch eine Pumpe dazwischen klatschen? Ja. Wie machen sie das? Ich hab keine Pumpe. Glaube ich. Doch, ich hab eine. Ich hab die abgebaut. Schimmer. Ich chill doch. Marker da oben, ey. Alter. Ich Junge, bin die haben gleich den Roboport weg. Die Scheiße an da oben. Leviathan T10 und so. Ja. Da kommen noch mehr, ne? Mhm. Ich fahr. Diese Geräusche, ne? Haben wir Stahlträger? Haben wir rote? Ja, wir haben rote Circuits. Wir haben bestimmt auch Laser-Tools jetzt en masse. Yes. Gut, dann machen wir schon mal eine Produktion für Laser Turrets Tier 2 und stellen da oben alles diese Advanced Beam Turrets hin. Die machen 140 plus 250 Laser Damage. Die normalen machen 20 plus 36. Also das Zehnfache ungefähr, sagen wir mal, ja? Machen die an Schaden, Feuergeschwindigkeit 4 plus 7 ist auch um das Dreifache höher, also 10 mal mehr Schaden, 3 mal mehr Geschwindigkeit. Energiebedarf pro Schuss 5 Megajoule. Die normalen haben 800 Kilojoule. Das wird eine teure Angelegenheit, aber wir haben den Strom. Und wir brauchen das. Wieso kommt da oben immer noch so wenig Schweröl an? Kacke, Mann. Dann machen wir die ganzen Umwandler raus. Welche Umwandler? Was meinst du? Die hier. Dass sie besser untereinander hier connecten, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich tue es einfach. Das sieht auch irgendwie cool aus. Weil ganz unten sind die voll und oben sind die nicht so voll. Oben sie ist jetzt keine 0, sondern so 3 bis 4. In dem Rohr ist jetzt gar nichts. Ah, ne, jetzt ist er. Ja, ein bisschen. Ein bisschen hat es was gebracht. Ja, oh, ich glaube, es hat was gebracht. Geil. Arbeiten die? Ja, die arbeiten. Weil ich connecte auch mal diese grünen Pipes da untereinander. Sieht das auch ein bisschen schmierig aus. Da oben, Alter. Ah, jetzt fehlt dir ein Penner an Zahnräder, ne? Junge, Junge. Also die roten sind angenehmer zu bekämpfen als die blauen, muss ich schon sagen. Aber trotzdem Arschlöcher. Ja. Und wer überhaupt rote, gelbe? Gar nicht, oder? Ja, ein Ticken. Ja, könnt ihr ja mal versuchen. So, wie viel arbeiten die jetzt hier? In mein Auge. Ja, die arbeiten wieder ein bisschen.
So, Laser-Tools Tier 2 werden jetzt in Masse produziert. Sehr schön. Bringt das jetzt noch was, den Belt abzugraden, den Main-Boss? Auf die neuen, oder was? Ja. Nein, Main-Boss nicht. Alter, was ist denn hier los? Als allererstes gradest du, wenn, dann die, die Kupferleitung zu den Öfen. Junge! Okay. Was ist los hier? Junge, ich glaube, da brauchst du eine sehr, sehr dickere, mehr dickere Wand. Am besten an den Ecken auch noch, ne? Digga, was für Wand? Boah, die Wand ist weg. Du wirst doch mit Wänden niemanden töten. Zweierwand, nein, aber... Ja, dann nicht sind die, dann brauchen die eine Sekunde länger, um da durchzukommen. Ja, ist eine Sekunde, die man einspart. Für wenig Arbeit. Ja. Bis dahin kommt die nächste Wave. Du brauchst mehr Tools, um die wegzumachen. So. Das sind Dreier, aber oben da, wo die immer durchbrechen, sind zwei. Ne? Muss auch keiner verstehen. Das ist Optik. Das hat doch nichts zu tun mit Effizienz, wie die schnell gekillt werden. Nee, von Clear Speed redet auch keiner. Ja, aber das ist das Wichtige. Nicht, wie lange die Mauer durchhält. Dann baust du die wieder auf. Du musst die doch töten, sonst bringt das alles nichts. Klar, ey, willst du mich flachsen? So einen guten Panzer brauchst du auch Verteidigung, du Nacken. Und nicht nur, ja, Kanonen. Dann fährst ja, aber wenn du merkst, dass du den Gegner nicht vernichtest, dann heißt es nicht die Lösung mehr Panzerung. Dann ist die Lösung mehr Turrets. Alles klar, das heißt, wir reißen die Wand ab und setzen dadurch noch mehr Turrets hin. Nee, so, die Wand reicht völlig aus, so. Na, finde ich nicht. Mach die mindestens einen dicker, Stefan. Das gefällt mir nicht. Sonst fahre ich da persönlich hin. Das gefällt mir nicht. Mach dir einen dicker und wir werden sehen, wie sich die Lage dramatisch verbessert. Wir werden sehen. In der nächsten Folge von... Wir werden sehen. Wir müssen auch noch einen Strom, ne? Ja, die da hinten kriegen können. Ja. Oh, da kommt schon die nächste Welle. Ich hab schon ich bin gleich bei 40 besseren Turrets. Alter, oh mein Gott, Stefan, kriegst du. Alter, kommt da viel. Die sind sauer. Digga, es ist so dumm. Ich hab zwei Reihen von den normalen Turrets gesetzt. Und dann wollte ich danach noch ein paar Laser-Turrets setzen. Schaden machen die 56. Die normalen Turrets haben halt auch weniger Effizienz, weil die halt Rüstung haben, ne? Hm. Gegen physisch haben sie 9 Flat Armor plus 50%. Oh shit! Alter! Verpisst euch! Junge. Weißt du, was das richtige, wirkliche Problem ist? Dass die alle hochfliegen zu Stefan. Sind 1000 Stück einfach viel zu langsam. Ja, natürlich, deswegen bin ich auch kein Freund von diesem, ja, wir machen da Rohpost und dann regeneriert sich die Mauer von alleine. Ja, ein Arsch tut die. Wenn das so weit weg ist, dann wird das gar nichts tun. Du bräuchtest halt Landfills, ne, dazwischen und dann vielleicht... Ich hab gar keine Muni mehr, scheiße. Aber, die Roboter fliegen dadurch auch nicht schneller. Scheiße. Die fliegen schneller, die können sich aufladen. Richtig viele Geschütze gerade verballert. So, ich bin jetzt unterwegs, ja. Wir werden jetzt gleich sehen, wie sich die Lage unfassbar dramatisch verbessert. Pass auf. Die neuen Turrets werden das Ding da alleine halten. Neue. Hoffentlich. Zehnmal stärker, dreimal schneller am Schießen. Ja, also vielleicht 30 Mal stärker. Ah, als ja, da advanced. Krass. Junge. Die sind ein bisschen mehr als 10-mal stärker, oder? Nee, sind sie nicht, die sind weniger als 10-mal stärker. Ja, ich habe gerundet, also ganz grob überschlagen.